kann es echt nicht sein, dass es immer so ein unglaubliches Theater ist mit dem Essen, wenn man unterwegs ist. Kolja, deine Eier stinken bis hierher, ne? Und alles ist immer kalt. Willst du was? Schmeckt wie Helmut Kohl. Es müsste ein Restaurant geben, was einfach sauschnell Essen produziert. Und man müsste das auch sauschnell essen können. Ich meine, irgendwo hast du ja recht, ne? Wäre schon schön, ohne das ganze Geraffel also, hier. Ich finde, eigentlich ist doch alles... Frank, halt mal kurz die Fresse. Ich glaube, ich habe eine Idee. Burger King, mach dein King. Komm zu Subway, eat fresh. Handheld Hack. Das bringen wir ganz groß raus. Wir sollen Hackbraten auf Toast verkaufen? Ja, und damit unglaublich viel Geld machen. Wir nehmen einfach das räudigste, billigste Drecksfleisch. Dann pressen wir das in so Buletten, schneiden die kreisrund aus und frieren sie ein. Wie Eiscreme. Ja. Das schmeckt doch gar nicht. Nee, das ist eigentlich eine mega geile Idee. Wir müssen nur die Brötchen und alles andere vollballern mit Zucker, um die Leute abhängig zu machen. Und zusätzlich zum Handheld-Hack wird es dann auch noch Hühner geben. Zerteilt, in Cornflakes frittiert. Auch die Köpfe. Das ist doch krank. Und gesundheitsschädlich. Das ist so krank und gesundheitsschädlich. Unser Motto ist here for a good time, not for a long time. Und das Beste ist, diese ganze Scheiße brauchen wir da nicht mehr. Alles kommt in Plastik- und Pappverpackung. Und da hat man eine große Tüte und da kommt nach dem Essen der ganze Müll rein. Eine rundum saubere Sache. Aha. Und wer soll das kaufen? Kinder. Der ganze Zucker macht die Kinder nämlich abhängig. Und in speziellen Kindermenüs werden wir so kleine Spielzeuge verkaufen. Völliger Schrott. Und das lassen wir in Asien von anderen Kindern produzieren. Zu Dumpinglöhnen. Ey, das ist so genial. Ey, so binden wir schon Dreijährige an uns. Kino, TV, Werbeplakate. Mit einer andauernden Werbebeschallung werden wir dafür sorgen, dass Eltern mit ihren Kindern auf dem Rücksitz nie wieder an einem unserer Restaurants vorbeifahren können, ohne dass die Kinder einen kompletten Meltdown bekommen. Und wir pflastern unsere Restaurants einfach überall hin. Und sie sehen überall genau gleich aus. Und du hast keine Ahnung, ob du gerade in Tokio oder in Salzwedel bist. Wir werden so unfucking fassbar viel Geld verdienen und alle werden unseren Namen kennen. Unsere Namen? Das war meine Idee. Du kannst da gern mitmachen, ne? Aber als Juniorpartner. Sorry, komm mal klar. Ich habe hier gerade 90% des Denkens übernommen. Ich habe hier gerade einen Prototyp entwickelt. Das war basically meine Idee. Du kannst halt das und ich kann halt Business. Wo ist denn Frank? Hallo, guten Tag. Meine Idee wird Essen für immer revolutionieren. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Hallo? Ja? Würden Sie mich mitnehmen zur ARD-Mediathek? Da gehen wir jetzt mit extra hin. Von YouTube zur Mediathek. Klar kenne ich den Weg. Einfach hier klicken. Nee, sorry. Hier. Meine Orientierung ist leider so mies wie diese Endcard. Schnell weg.